Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kena-Klitsch hier auf meinem Kanal. Ich habe schon letztens einen Kena-Klitsch hochgeladen, den findet ihr jetzt oben rechts in der Infokarte. Und heute zeige ich euch einen neuen, den ich selber herausgefunden habe. Dafür müsst ihr schon ein bisschen viel gespielt haben, dass ihr überhaupt dahin kommt. Und ihr müsst eine Geisterpost hier eingesammelt haben und eingelöst haben, dass ihr überhaupt das hier betreten könnt. Ihr findet ihn hier oben bei dem Dorf Onsen. Eigentlich nicht schwer zu finden, weil ihr könnt euch da eigentlich hin teleportieren. Ja, und dann seid ihr eigentlich schon gleich da. Danach lauft ihr hier hoch. Und einmal ganz kurz die Treppe hier hinauf. Dann sind wir hier an der Tür. Da laufen wir aber nicht rein, sondern springen einmal hier runter. Und das ist alles noch ganz normal. Das ist auch ganz okay, weil hier ist auch noch ein Rod versteckt. Also es ist auch alles noch so gewollt. Danach finden wir hier einen kleinen Wasserfall. Und wenn wir hier runterschauen und runtergucken, obwohl, kann ich es euch ganz kurz zeigen, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ihr nicht sterbt, sondern im und unter Wasser laufen könnt. Dafür stellen wir uns hier hin. Genau hier, dass wir nicht am Zaun, sondern eigentlich theoretisch gleich runterlaufen können. Halten L1 gedrückt, dass wir unser Schild haben und R1 jetzt für Spurt. Oh, ja, hat super geklappt. Und halten dann L2 gedrückt, dass wir hier in diesem Schwebemodus sind und warten, bis hier diese Blöcke erscheinen. Dann fallen wir hier runter. Dann können wir auch hier lang springen und hier gucken, aber halt, ja, dann verschwinden die Blöcke wieder und dann sterbt ihr. Also an sich können wir theoretisch hier schon einfach unter Wasser und wie ihr seht, Kena schwimmt nicht. Sie läuft einfach ganz normal, obwohl es hier gar nichts zum Laufen gibt. Dann springen wir hier einmal hoch und dann können wir hier einfach unter Wasser. Kena schwimmt nicht und tauchen kannst du normalerweise auch nicht, deswegen ist es ja so cool und komisch. Dann wird es hier ein bisschen dunkel, aber das macht absolut gar nichts und wir können hier wirklich einfach richtig weit laufen. Theoretisch auch wieder hochspringen, zwar jetzt nicht über Wasser, aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein bisschen den Hügel hochlaufen und hier über Wasser, dann sehen wir auch, okay, es ist noch alles ganz normal. Wir sollen hier eigentlich nicht hin, das sind wir hier auch auf der Karte, weil wir sind eigentlich im Nirgendwo und können hier einfach runterlaufen. Wie ihr seht, hier ist auch eigentlich nichts Detailliertes oder so und wir können leider auch nicht bis hier irgendwie unendlich lang laufen, sondern wenn wir hier einen bestimmten Punkt erreichen, fallen wir einfach um und sterben. Aber theoretisch können wir hier einfach ganz normal weiterlaufen. Wir müssen halt wirklich aufpassen, weil hier zum Beispiel kann ich jetzt nicht weiter, außer drüber springen und ja, dann kriege ich einfach einen One-Shot und sterbe. Also an sich bringt euch dieser Glitch auch absolut überhaupt gar nichts im Spiel. Ich fand es einfach nur lustig, dass es überhaupt gibt. Ich wusste jetzt gar nicht, dass man so weit laufen kann, weil ich habe den Glitch entdeckt und sofort die Kamera angeschmissen und die Spielaufnahme gestartet. Dann schaue ich gerade mal selber, wie weit man hier überhaupt laufen kann. Weil man kann ja wirklich doch ein sehr gutes Stückchen laufen. Gehen wir hier hoch? Ja, tatsächlich. Oh, okay. Und ich kriege wieder voll auf die Fresse. So, jetzt sind wir wieder hier ganz am Ende beim nächsten Wasserfall. Mal gucken, ob ich hier da oben auf den Stein drauf kann. Weil es wäre halt schon lustig, ohne dass ich jetzt... Okay, nee. Ich kriege sofort wieder Schaden. Also wie schon gesagt, dieser Glitch bringt euch absolut nichts im Spiel. Er bringt euch auch überhaupt nicht weiter und rein gar nichts. Ich finde es einfach nur lustig, dass man hier einfach unter Wasser laufen kann, ein bisschen die Welt anschauen kann, obwohl es nicht so gewollt ist und einfach nicht in dem Bereich des spielerischen Weltdings hier liegt. Ist einfach cool. Ne, Kena? Ja, ein bisschen hübsche. Und das war's dann auch schon mit dem Glitch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne das ganze Projekt von Kena Bridge of Spirits bei mir an, das ihr oben rechts in der Infokarte findet, weil da habe ich das ganze Spiel durchgespielt. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und von mir, adios, amigos, tschüss.